Auch wenn der Film die Vernichtung der gesamten Menschheit zum Thema hat, scheinen die Dreharbeiten zu Don't Look Up für die Darsteller eine Menge Spaß gemacht zu haben. Die düstere Netflix-Komödie brachte eine unglaubliche Besetzung von talentierten Schauspielern wie Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Tyler Perry, Cate Blanchett und Ron Perlman unter der Leitung des Comedy-Regisseurs Adam McKay zusammen. Wenn man sich all diese Persönlichkeiten am Set vorstellt, weiß man, dass sie wahrscheinlich ein paar witzige Aktionen auf die Beine gestellt haben. Aber von allen, die in Don't Look Up zu sehen sind, war Timothy Chalamet derjenige, der die Darsteller mit seinem Verhalten abseits der Kamera am meisten zu überraschen schien. Die Don't Look Up-Rolle des Jungstars ist an sich schon ein wenig ungewöhnlich, um es vorsichtig auszudrücken. Man ist vielleicht daran gewöhnt, ihn als den heldenhaften Paul Atreides in Dune zu sehen oder als kühlen, vergleichsweise ernsten Charakter in historischen Dramen wie The King und Little Women. Aber in Don't Look Up tritt er als Yul auf, ein scheinbar distanzierter, klauender Faulpelz, der sich als tiefsinniger Denker mit einer unerwarteten Affinität zur Religion entpuppt. Natürlich sollte man wissen, dass Chalamet trotz seiner generellen Neigung zu ernsthafteren Rollen weit mehr zu bieten hat als Oscar-verdächtige Dramen. Im Rahmen eines Interviews mit den Darstellern von Es lebe Hollywood beschrieb Jennifer Lawrence, wie Chalamet eine ganz andere Seite von sich zeigte, als man es von jemandem erwarten würde, der für dramatischere Rollen bekannt ist. Laut Lawrence hat der junge Schauspieler die Leute am Set ständig zum Lachen gebracht, während er Szenen mit ihnen drehte. Sie erklärte: Timothy gave us all so much comedic relief on the stage because he was improvising and was just killing Leo. Lawrences Figur Kate in Don't Look Up lernt Chalamet's Yul in einem Supermarkt kennen, in dem sie arbeitet, und freundet sich später mit ihm an. Die beiden verbringen die meiste Leinwandzeit von Chalamet zusammen, bis DiCaprio sich ihnen schließlich anschließt. In dem Interview beschreibt Lawrence einen Moment während der Dreharbeiten, in dem sie sah, wie DiCaprio Mühe hatte, seine Fassung zu bewahren. And so I had to wait until they called cut, but I just saw Leo's face, like he wasn't on camera, but his face was just bright red. And he like couldn't breathe, he was holding in a laugh. Sie fuhr fort. And I had to wait until cut to be like, what'd he say? What'd he say? He would say the most random stuff I've ever, it was incredible. Die Tatsache, dass Chalamet in der Lage war, DiCaprio auf diese Weise zu überrumpeln, ist eine ziemlich beeindruckende Leistung, wenn man bedenkt, dass DiCaprio selbst ein bekannter Spaßvogel am Set ist. Diejenigen, die Timothy Chalamet nur aus seinen dramatischen Rollen kennen, sind vielleicht überrascht, dass er so witzig ist. Dass Jennifer Lawrence sich die Mühe macht, es ausdrücklich zu erwähnen. Diejenigen Superfans, die Chalamets Karriere von Anfang an verfolgt haben, wissen jedoch zweifellos, dass die Art von trockener Komik, die er auf seine Mitspieler losgelassen hat, durchaus zu den Fähigkeiten des Schauspielers gehört. Schließlich spielt er den revolutionären Jugendlichen Zeffirelli in Wes Andersons The French Dispatch. Und man wird nicht in einen Wes Anderson-Film gecastet, ohne eine Vorliebe für trockenen Humor zu haben. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass jemand als Willy Wonka gecastet wird, der nicht über eine gehörige Portion komödiantisches Gespür verfügt. Angesichts der Tatsache, dass Chalamet der jüngste Schauspieler ist, der sich mit der Rolle des exzentrischen Süßwarenherstellers im kommenden Wonka-Film einen Namen gemacht hat, sind seine komödiantischen Qualitäten nicht zu übersehen. Und anscheinend ist sein komödiantisches Gespür nicht nur auf die Zeit vor der Kamera beschränkt. Laut GQ hat Chalamets Freundin, die Filmemacherin und Schauspieler Greta Gerwig, bestätigt, dass sein ausgefallener Sinn für Humor auch über das berufliche Umfeld hinausgeht. Sie beschrieb die Gespräche mit Chalamet: Wir können uns am Telefon eine Stunde oder länger unterhalten, ohne es zu merken. Wir springen von einem Thema zum anderen, machen Witze, ich fühle mich alt und glücklich. Und er ist lustig und ängstlich und herrlich durcheinander. Hier geht es zu einem unserer neuesten Videos. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme und Serien. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.